Topwehr interaktiv. Manchmal kann man sich seine Gesellschaft nicht aussuchen oder warum befreit ausgerechnet eine Truppe grimmiger Orks sie aus dem Kerker Ganduhars. Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einem weiteren Let's Test angespielt von mir, und zwar mit dem wunderschönen Titel True Worlds 2. Ja, das Spiel ist von dem Publisher Topwehr Interaktiv und ist ab 16 Jahren freigegeben. Wie gesagt, das Ganze ist natürlich kein Let's Play, sondern nur ein Let's angespielt von mir. Und ich denke mir mal, wir werden mal starten. Ich habe hier leider noch nicht reingeschaut und bin daher genauso gespannt wie ihr, wie das Spiel ist, falls ihr das noch nicht kennt. So, gut, drücken wir hier mal auf den Startknopf. Das Spiel haben wir natürlich, oder besser gesagt, für das Spiel war ein Update verfügbar. Deswegen steht da wohl jetzt irgendwie da so ein Charakter. Ich habe keine Ahnung, für was das ist. Ich gehe mal hier auf neues Spiel. So. Ja, Festplatte. So. Schwierigkeitsgrad Mittel. Ja, ich denke mal, das lassen wir auf Mittel. Werte ändern, Charakter drehen, Charakter bla bla bla. Wegzoomen, zufällige Charakter stellen. Okay. Man kann hier wohl noch weitere Sachen machen. Okay. Da können wir erstmal rausgehen. Wieso? So. Marktplatz. Neues Spiel. Ich hab doch da... Hallo? Speicherplatz.
So. Während du darauf wartest, dass sie ein Skill auflädt, nutze einen anderen. Oha. Viele Musiker haben eine Lieblingsmelodie, aber du solltest mehr als ein Lied kennen, denn je größer deine musikalische und so weiter und so fort, war es viel zu schnell. Du Schwein! Wieder wagt dein Bruder einen Fluchtversuch. Ist das Bruderliebe, wenn er dir die Lebenskraft verweigert, die dein zarter Körper so dringend braucht? Aber ich sorge schon dafür, dass er dir das Leben erhält. Kira. Was macht er da mit uns? Nein! Welch zarte Hülle für eine derart grausame Macht. Mal mehr bewahrst du dieses räuchige Gefängnis. Doch bald wird ihr Körper erkalten und von deiner Herrschaft wird nur Asche zurückbleiben. Deine Flamme wird bald erlöschen, Aziral. Was ist denn mit seinem Umhang da los? Der hing auf halb acht. Ach, wie niedlich. Na, schwach auf den Beinen. Schwein. Ist er etwa hingefallen? Willkommen in deiner neuen... Ich komm nicht hoch. Du wieder abhaust, ich hab keine Kraft. Glaub, dass du dich noch hierher zurücksehen willst. Ja. Jetzt gelten neue Spielregeln. Vergiss das nicht. Wo bringt ihr mir hin? Keine Sorge, wir sind hier, um dich zu befreien. Was? Wir müssen hier weg. Komm schon. Folge deine geheimnisvolle Retterin. Jetzt fragen wir uns, soll ich sie folgen oder soll ich sie nicht folgen? Okay, wir werden sie folgen. Also wir spielen wohl diesen Helden jetzt hier oder diesen Krieger hier. Und ich denke mir mal, die Person will uns helfen. Gehe ich mal von aus. Was ist passiert? Was geht hier vor? Ha, da ist ja unsere menschliche Trophäe. Zeit aufzubrechen. Orks, wer hätte gedacht, dass euch mein Schicksal so nahe geht? Strapazier meinen guten Willen nicht. Meine Schwester. Ich werde sie nicht zurücklassen. Du kannst ja kaum stehen. Mit uns zu kommen ist der einzige Weg, sie zu retten. Kira. Geh mit Darfa, sie wird dich herausbringen.
Wartet nicht auf uns. Mein Schwert lechzt noch nach Blut. Roger. Aber, warte mal, wir müssen jetzt erstmal hier die Gegner untersuchen. Schauen wir mal. Oh, was haben wir denn hier? Wir haben jetzt ein Schwert. Yeah. Okay. Anlegen, schmieden, Ausrüstung, welches, bla bla bla, fallen lassen. Haben wir das jetzt ausgerüstet oder nicht? Ja, nun bleibt doch mal ruhig. So, der hat auch noch ein Schwert. Okay. Also mit der Steuertaste können wir wohl uns irgendwie an- und ausziehen. Wie rüstet man jetzt das Schwert aus? Was ist das für ein Quest-Tagebuch? Prolog. Ausbruch aus dem Kerker. Ausbruch aus dem Kerker, blablabla. Wir wurden von einem Gruppe Orks befreit und mussten meine Schwester Kira zurücklassen. Okay. Das ist also unser Quest-Tagebuch. So, was haben wir hier noch? Aha. Was haben wir hier? Ach, mit X haben wir halt die Karte. Okay. Und wieder ein Schwert. Habe ich zwei Schwerter. Wie können wir das eigentlich denn markieren? Okay, das ist... Ah, das ist unsere Skills, die wir lernen können. Erfahrung 0 von 2600, HP 95, Mana bla bla bla. Gut, was ist das noch? Das nehmen wir auch noch mit auf. So, ich denke mal, wir werden jetzt erstmal der guten befreiten Frau hier oder unserer Befreierin folgen. Ja. Die Tür führt in den ersten Stock, aber dort sind zu viele Wachen. Wir müssen höher hinauf. Okay. Ja. Wer war der große Ork da unten? Rockdor? Der einzige General der Armee von Gorgamar, der noch lebt. Die Orks sind in Osvaroth vernichtend geschlagen worden. Kein einziger hat überlebt. Erzähl das Rockdor. Aber wie konnte er das überleben? Er war innerhalb der Schlossmauern, Spezialeinsatz. Sie haben ihn gefangen und viele Tage gefoltert. Was die anderen angeht, es ist wahr, die meisten unserer Leute wurden einfach abgeschlachtet. Nein! Aber warum haben sie ihn verschont? Das hätten sie sicher nicht. Aber dann ist sie erschienen und hat ihn befreit. Was? Wen meinst du? Die letzte Herrscherin von Gorgamar. Die Prophetin. Eine Prophetin also? Ja, und du wirst ihr bald begegnen. Folge Pa. Gut, sie heißt also Pa. Ach, mit X, mit A kann ich springen. Ist ja ein Ding, auf was man hier alles achten muss. Mit X nicht, mit A. So. Im zweiten Stock dürfte niemand sein. Woher willst du das wissen? Ich weiß eine Menge Dinge. Red jetzt nicht so viel und komm lieber mit. Sie sieht irgendwie gekleidet aus wie eine Assassinin. Beeil dich. Ja, ist ja gut. So, Folge Paar. Da wollen wir sie mal weiter folgen. Mal sehen, wo sie uns hier hinführt. Ob sie uns ins Freie führt oder ob das eine Falle ist.
Ich traue der ganzen Sache nämlich noch nicht. Hier müsste es eine Geheimtür geben. Eine Geheimtür in einem Schloss? Wie originell. Spar dir die Witze. Wir müssen den Schalter finden. Ich war lange genug hier. Deshalb mache ich jede Wette, dass der Schalter hier im Raum ist. Gut, dann such ihn. Ich bewache die Tür. Okay, wir müssen jetzt also den Schalter suchen. Ich weiß nicht, ob wir das uns irgendwie angezeigt. Bleib zunächst stehen, halte LT gedrückt. Müssen wir mal hier weiter gucken. Hier muss ja irgendwo ein Schalter sein. Ist das die Lampe hier vielleicht? Aha. Wir können also mit A können wir hier auch springen. Und einen kleinen Luftsprung machen. Achso, was ich noch sagen wollte, wir spielen das Ganze natürlich auf die Xbox 360, nicht auf der PC oder so. Was hat er denn nur eingesammelt? Wir haben hier noch Start. Ich muss mal hier was gucken. Einstellung, Grafik, Umgebung, bla bla bla. Kamera. Sicherer Bereich in Interface nutzen. Aus, an. So. Gucken. Oh, sieht doch lustig aus. So. Aber immerhin müssen wir noch den Hebel finden. Ich habe immer noch keinen Plan. Also mit der RT-Taste können wir hier schlagen. Okay. Was können wir eigentlich mit der Taste? Da können wir nichts machen. Da können wir auch nichts machen. 8 Meter. Wo ist denn der verfuckte Hebel? Fünf Meter? 4 Meter? 3 Meter? 2 Meter? Wieder 4 Meter. Eins. Null. Hier muss es sein, wo ich stehe. Weil hier zeigt malerweise nämlich die Fahne hin. Äußerst komisch merkwürdig. Ausbruch aus den Kekerbärler, das haben wir schon. Warte mal. Der Plan. Markierung setzen, bla bla. Orte verbergen, Taste auf dem Helm. Okay. Ich blicke so bei dem Schema noch nicht ganz durch. Ach, das können wir also auch hauen, okay. Ach, mit Select haben wir unseren Inventar. Wie nice. So. Mit A können wir es anlegen, okay. Schmieden können wir auch. Aha. Du musst die Skill Metallogierung und Steinmetzler erlernen, um ein Kristall hinzufügen. Also
Okay, das können wir ja noch nicht machen. Das ist ja noch... Wieso habe ich jetzt auf einmal 4? Okay. Das ist die Karte, das ist Quest und da haben wir ein Reputation, für was das auch sein soll. Info über Ansehen und Öffnen. Ansehen und Öffnen, aha. Vereinigung Magiergilde, du bist ein Nichts für die Gilde. Die Bruderschaft Kriegersgilde, aha, das ist irgendwie mit Gilde zu tun. Nekromantengilde. Okay. Aber nichtsdestotrotz suche ich immer noch den Hebel. Oh, ist das mir komisch? Ich finde das Ganze ein bisschen merkwürdig. Ich muss noch mal zu unserer Kollegin hier gehen. Mal sehen, was sie hat. Geh und such den Schalter. Ja, du bist gut. Geh und such den Schalter. Oder ist der hier oben? Hier ist noch was Neues. Vielleicht nützlich. Ja, toll. Was ist das denn? Ein Büchlein? Und das müsste bestimmt der Schalter sein, gell? Setze das Rad in Bewegung. So. Habe ich jetzt irgendwas geöffnet? Oh, was haben wir hier noch Schönes? Sieht aus wie ein Heiltrank. Ich guck mal. Kleiner Heiltrank. Heilt kleine Wunden plus 250 HP. Benutzen können wir das Ganze mit A und Gegenstandtasten. Zuweisen können wir mit RS und zurück ist natürlich mit B. Und was haben wir hier? Die Lehre des Propheten Tariel. Mal lesen. Die Lehre des Propheten Tariel. In Demut niedergeschrieben von seinem ergebenen Jünger und Diener Artios. Über die Gottheiten. Aha, jetzt geht aber ab hier. Zu Anbeginn der Zeit herrschten 7 Götter über das Universum. Sie erschufen 7x7 Welten und... Antalor war die letzte und vollkommenste, doch 3 der 7 Götter fielen der ersten großen Unikalypse zum Opfer. Lediglich 5 Welten hielten neben Antalor dem Mahlstrom der Küste stand. Die 4 neuen Herrscher des Universums sind die folgenden. Malil, die mächtige und gemütige Göttin der Luft, geliebt und verehrt. Bei nahezu allem Völkern. Wäre